Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Longest Journey. Mir ist da doch gerade noch was eingefallen. Ganz zufällig. Ja, ich gebe es zu, ich habe nachgeguckt in der Lösung, manchmal muss man das. Auch wenn ich das Spiel schon dreimal durchgespielt habe, es ist echt, also manche Rätsel, da kommt man einfach nicht drauf. Und zwar haben wir doch das Seil, das binden wir hier an den Baum und können dann in dieses Loch rein. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das hatte ich auch echt schon ehrlich komplett vergessen, dieses Loch. Ich war mir sicher, dass hier oben nur noch diese Statue ist. Also, schauen wir mal, was da unten drin ist. Ja, sowas dachte ich mir schon. Der perfekte Treffpunkt für Elations und Merum. Big nests, once housing the Elation, but now empty and in disrepair. Okay, können wir da... Ja, da können wir irgendwie runter. Da liegt doch Zeug rum. It's the remains of a stone structure that probably fell down here through the crevice. There's a piece amongst the rubble that looks like a bolt or a key. Ah. It's intact. Ah. Geschnappt. Das war genau das, was wir brauchen. It's the remains of a stone structure. Ja, das hatten wir ja schon. That's a Merum city. Ja, das sind die Merum und oben waren die Elations. Okay, ja, was ist... Das ist genau der Stone Key, den wir brauchten. Der sieht genau richtig aus. Ach, so Kleinigkeiten sind es manchmal. Kurz nicht aufgepasst, vergessen, dass irgendwo noch was war, was man tun konnte, und dann... Dann steht man da und rennt eine Viertelstunde hin und her. Okay, das heißt... Ich kann jetzt diese Statuen hier drehen. So. Ich kann die nach rechts oder nach links drehen, verstehe. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das gerade macht, weil ich einfach... It's a triangular hole, like ja, a ja, keyhole. Ja. Weil ich halt einfach nicht weiß, welche... Welche Zeichen ich hier eingeben muss. Okay, da ist nix. Ist auch nix. Boah, ohne Witz. Jetzt geht's aber los hier. Also, boah. Also unten ist Horchen und oben ist... It's a creature with large ears. Oben ist Sprechen. Okay, das heißt, ich horche von unten, spreche nach oben. Ich bin gerade völlig überfragt. Ich habe keine Ahnung, was ich da einstellen soll. Ich nehme es nochmal mit. Ich glaube, ich gehe erst nochmal zurück zu dem Vulkan, zu dem großen Mund. Gucke, ob ich da irgendwas anderes einstellen kann. Dahin, genau, rein da. Weil eigentlich... Eigentlich ist ja das Problem, dass der Typ schnarcht neben einer Statue, die... Ah, Moment. Ah, hier ist ja dieses Teleskop. Okay. Also. It's a statue standing in the ruins of a city. Okay, Moment. Stift, Zettel. Das wird notiert. Also dieses Symbol, dieser komische Pfeil da, ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen hin. Ja, das sieht so ähnlich aus. So, das ist bei den Ruinen. Alles klar. Nächster. Aha. I can see a statue on a cliff overlooking the sea. Okay, das schreibe ich mir auch auf. Also dieses Symbol, Moment, ich zeichne das gerade mal ab.
So, und dann der Strich nach oben. Das ist, was hat sie gesagt? I can see a statue on a cliff overlooking the sea. Das ist auf der Klippe. Nächster. I don't see anything interesting. Okay, den brauchen wir also nicht. I don't see anything interesting. Auch nicht. I don't see anything interesting. Auch nicht. It's a statue just below a really tall tree. Aha, das ist also das. Sieht ähnlich aus wie eine 5. Das ist, Moment, nochmal, was war das? It's a statue just below a really tall tree. Beim Baum. I don't see anything interesting. Nichts. Somebody's looking back at me. Oh, wait. That's just my eye. Ah, okay. The lens is turned into a mirror. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn wohl denn abmalen? Moment. Ich kann noch nicht zeichnen. So. Dann geht das hier runter. Dann haben wir hier sowas wie ein A. Mit einem chinesischen Dach drauf. Oh Mann. Ich glaube, so genau müsste ich das gar nicht zeichnen, aber... Wer weiß. So, das ist also der Vulkan. Somebody's looking back ja, at ja. me. Oh, wait. That's just my... I don't see anything interesting. Und das ist wieder gar nichts. Waren wir da nicht schon? It's a statue standing ja. in the ruins of a city. So, okay. Also haben wir die Symbole schon mal raus. Wie komme ich denn hier raus? So, die Symbole hätten wir jetzt also. Wir haben die Ruinen, die Klippe, den Baum und den Vulkan. Okay, dann gehen wir zuerst mal hier hoch auf die Klippe. So, und wie schon gesagt wurde, man kann ja nicht von überall nach überall telefonieren. Dann werde ich mir jetzt erstmal notieren, welche Statue von wo nach wo kommunizieren kann. So, also. It's a triangular hole. Ja, ja, Moment. Like a keyhole. So, Schlüssel rein. Also, wir können unten war It's a was? Creature with large ears. Hören. Unten war hören. So, ich kann also hören von den Ruinen auf die Klippe. So, was haben wir hier noch? Nichts. Nichts. Das Symbol war nichts Sinnvolles. Und da haben wir noch was. Genau, vom Baum auf die Klippe kann ich auch hören. It's a triangular hole, like a keyhole. So, das. Ich hoffe mal, das war's jetzt. Da fehlt eins. Das war nichts Sinnvolles und dann sind wir auch schon wieder am Anfang. Okay, was haben wir oben? Ich kann sprechen zu nichts. Nochmal nichts. Okay, von der Klippe kann ich sprechen zu den Ruinen. Dann. Von der Klippe zu den... Ich bin doch auf der Klippe. Das macht überhaupt keinen Sinn da. Okay, ich schreibe mir das trotzdem mal auf. Von der Klippe kann ich auch zur Klippe sprechen. Warum auch immer man das machen sollte. So, das Symbol war nichts Sinnvolles. Auch nichts Sinnvolles. Okay, und da kommt nochmal... Nochmal der Baum, wenn ich das richtig sehe. Die 5 war der Baum, ja. Von der Klippe kann ich also auch Richtung Baum sprechen. Ich glaube, das war's. Ja, da waren wir schon. Okay, dann schnapp ich mir das Ding wieder. Und auf zur nächsten Statue. Versuche hier gerade irgendwie so eine Art Roadmap rauszufinden, von welcher Statue zu welcher ich sprechen oder hören kann. Also die Klippe kann nur hören von Ruinen und Baum. Ha, alles klar. Dann, Moment. Wir können gleich zu den Ruinen gehen. Die waren auch hier gleich um die Ecke. Ja, komm. Beweg dich, Fräulein. So, da haben wir die nächste Statue.
So, das war die Klippe, was ich mir gerade aufgeschrieben habe. Ach ja, kann kein Mensch lesen, aber was soll's. So, also, hier sind wir an den Ruinen. So, ich kann also... ja, fangen wir mal unten an. Also, dieser Strich war gar nichts. Dann haben wir kaputte Stelle, dann können wir also von den Ruinen nach, was war das? Zur Klippe sprechen. Okay, und die Klippe kann auch von den Ruinen hören. Das heißt, das ist eine Option. Okay. Nur weiter. Das war kein sinnvolles Symbol. Das auch nicht. Das nächste auch nicht. Das nächste ist kaputt. Das nächste war auch kein sinnvolles Symbol. Und dann hätten wir hier noch den Vulkan, wenn ich das richtig sehe. So, Ruinen Richtung Vulkan. Nee, andersrum. Ach scheiße, jetzt habe ich mich vertan. Genau andersrum. Ich kann von der... Von den Ruinen kann ich unten was hören. Scheiße. Ah, okay, Moment. Also, streich mir das hier durch. Ich kann von der Klippe Richtung Ruinen. Die Ruinen hören von der Klippe. Und vom Vulkan. Volcano Richtung Ruins. So, unten war ja hören, alles klar. So, das war nichts Sinnvolles. Bin ich jetzt durch? Ich glaube schon. Da kommt wieder die Klippe, das hatte ich schon. Genau, unten war hören, meine Fresse. So, oben war sprechen, das heißt, ich kann von den Ruinen Richtung Vulkan sprechen. Das war nix. Ich kann von den Ruinen Richtung... Was war das nochmal? Ruinen sprechen. Seltsamerweise, okay. Aber das scheinen sie irgendwie alle drin zu haben. Dass sie mit sich selbst sprechen können. Okay, das war nix. Das nächste war auch nix. Das nächste war auch nix. Dann ist wieder irgendwas kaputt. Mhm. Der nächste ist auch kaputt. Und das war's. Okay, das heißt, das einzige Sinnvolle, was wir hier einstellen können, das kann ich schon mal einstellen, wir sprechen von den Ruinen Richtung Vulkan. Und das heißt, wir können hören, entweder von den Klippen oder vom Vulkan. Da wir über Richtung Vulkan sprechen, hören wir von den Klippen. Das stelle ich auch mal gerade ein. So, von den Klippen hören wir, sprechen's zum Vulkan. Okay, ich glaube, damit habe ich den sogar schon mal richtig eingestellt. So, dann kann ich gerade noch mal zu den... Moment, die Klippen können... Ja, Moment. Ich habe schon einigermaßen Übersicht. Jetzt gehe ich wieder zur Klippe. Die Klippe muss dann entsprechend zu den Ruinen. Also in Richtung Ruinen sprechen. Cliff Richtung Ruins. So, das heißt... Ach, komm. Oh nein, habe ich den Schlüssel mitgenommen? Nein, ich habe den scheiß Schlüssel nicht mitgenommen. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Ach Mann, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Das ist furchtbar. So, also nochmal bei den Klippen. Ich konnte von den Ruinen hören oder ich konnte vom Baum hören. Mehr ging nicht. Und sprechen konnte ich zu den Ruinen und zum Baum auch. Na komm, mach dich auf die Socken, Frau. So, da ich bei den Ruinen jetzt schon eingestellt habe, ich höre von den Klippen und spreche Richtung Vulkan, muss ich bei den Klippen einstellen, dass ich Richtung Ruinen spreche. So. Mitnehmen. Meine Güte. So, wenn ich also von den Klippen zu den Ruinen spreche, dann kann ich nur noch vom Baum hören. Da wirst du ja irre. Was sind denn das für Rätsel hier? Kennt man heute gar nicht mehr. Keine Hotspot-Anzeige. Rätsel, die nicht bis ins kleinste Detail erläutert werden. Also, nochmal. Schlüssel rausgeholt.
Und so, was hatte ich jetzt gesagt? Ich wollte vom Baum hören und sprechen zu den Ruinen. Das und das muss ich einstellen. Okay, machen wir erstmal unten. Unten war hören, hören will ich vom Baum. Baum, Baum, Baum. Baum, Baum, Baum. Das war diese komische 5. Geht aber auch nicht schneller hier. So, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht vertan und diese 5, da ist die 5. Da sehe ich sie doch schon. So, wir hören also vom Baum und sprechen in Richtung Klippen. Das war dieser, ich nenne es mal Kessel. So, der Pfeil? Nee, Sekunde. Doch. Doch, 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 Moment. Ich wollte Richtung Ruinen sprechen. Das sind die Ruinen, dieser komische Pfeil. So, sehr gut. Sprechen Richtung Ruinen. Hören vom Baum. Alles klar, Schlüssel wieder mitnehmen. Dann müssen wir als nächstes den Baum einstellen, theoretisch. Was haben wir denn noch? Ja, eigentlich nur noch den Baum. Genau, okay. Ja, dann haben wir es ja schon fast. Und dann müsste nun meine Stimme weitergeleitet werden über die drei Statuen zum Vulkan, wodurch ich dann mit allen auf der Insel sprechen kann. So, hier, Schlüssel rein. Und unten muss ich jetzt kurz überlegen, in welche Richtung wollte ich jetzt sprechen? In Richtung Klippen müsste das sein. So, Klippen waren aber jetzt dieser komische... dieser Kreis mit den zwei Strichen drin. Oh, hoffentlich geht das überhaupt. Hoffentlich taucht dieses Symbol hier auf. Oh Mann. Oh nein. Oh nein. Oh Scheiße, es geht nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, scheiße, unten war Horchen. Ach, Gott sei Dank. Falsch, da ist das Symbol. Oh Mann, ich war schon wieder unten bei Horchen. So, ich spreche Richtung Klippe. So, die Klippe hört vom Baum, spricht Richtung Ruin. Ruin hören von der Klippe und sprechen Richtung Vulkan. So, und das Hören sollte eigentlich egal sein. So, kann ich hier sprechen? Hello. Actually, it doesn't seem like the statue's receiving my voice at all. Ha. Okay, also muss ich hier noch irgendwas mit dem Hören einstellen. Also der Pfeil war Ruin, das wollte ich nicht. So, kann ich Hören vom Baum einstellen? Das wäre diese große 5 wieder. Die dann hier drauf ist. Da ist die große 5. So. Jetzt höre ich vom Baum, wo ich gerade selber bin. So. Hallo. Jawohl. Genau, über die Klippe zu den Ruinen. Genau. Und Richtung Vulkan. Quaman? It's your wake-up call, sir. How long Quaman be asleep? About a month. I think you should have such a nice one. What be the use?
Quamon, the outcast. No one like him. Could you please stop snoring? Quamon be snoring? No one ever tell Quamon he be snoring. But then Quamon always be sleeping by his lonesome. No woman like Quamon. Don't say that about yourself, Quamon. I'm sure that... You know, it's kind of uncomfortable to be discussing this in a public like this. Yes, everyone be hearing about Quamon now. You want to talk about your problems? Face to face? What be the point? I'm a good listener, and I'd like to be your friend. That'd be the point. Quamon not sure if he want friend now. Please let me be your friend. Why? Because I'm lonely too. I don't really know anybody on this island, and I need some help. Well, Quamon be wanting to help, but... Okay. Quamon be your friend and talk to you. My secret place be in the ruins of the old temple by the wells. Follow the stream up from the rock beach and go right where it branches. Thanks, Quamon. I'll be there as soon as I can. So, damit hätten wir das Geschnarche gestoppt. Was sagt ihr? Arbeitet ihr weiter am... How come you're not working on your lunar cannon now? Because of that infernal noise is why! But Quamon stopped snoring already. Yeah, but how long will that last? Sooner or later he'll go back to sleep, and then he'll start snoring again. I'm not gonna start working only to be interrupted all over again. Okay. Later, guys. Dann machen wir jetzt mal auf zu Quamon. Und zwar gleich am Anfang der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.